Der renommierte Physiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Doch seine Beiträge zur Menschheit werden für immer weiterleben. Darunter auch sein wohl wichtigstes Lebenswerk. Seine Auftritte bei den Simpsons. Die Nachricht vom Tod des Wissenschaftlers löste in der Unterhaltungswelt, auf die Hawking einen großen Einfluss hatte, eine Reihe von Hommagen aus. Als öffentliche Person beschränkte sich der Autor nie auf rein akademische Auftritte, sondern lieh sein Konterfei oder seine Stimme einer Reihe von hochkarätigen Popkulturprojekten. Außerhalb der akademischen Welt trat Hawking, als er selbst in einer Episode von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert sowie in mehreren Episoden von The Simpsons, Futurama und The Big Bang Theory auf. I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Außerdem lieh er seine Stimme, ein synthetisches Programm, den Pink Floyd-Alben The Division Bell und The Endless River. Nach Hawkings Tod sprach Simpsons-Showrunner Al Jean mit The Hollywood Reporter über die Erfahrung, den ersten Auftritt des Professors in der Folge Die Stadt der primitiven Langweiler in Staffel 10 der Serie zu arrangieren. If you are looking for trouble, you found it. Jean erklärte: Wir haben ihm das Skript geschickt und er hat es dann mit seinem Gerät aufgenommen. Es war also seine Stimme, sein spezielles Audioprogramm. Er kam zwar ins Studio, wenn er in Amerika war, aber er ging nie zu den Aufnahmen. Im Laufe seiner 3 Auftritte in der Show war Hawking bereit, so ziemlich alles zu tun, was die Autoren von ihm hören wollten. Bis auf eine Sache in der ersten Folge, die ihm nicht gefiel. Jean sagte: Er sagte an einer Stelle, dass er auf dem Bildschirm nicht betrunken sein wolle. Das war die einzige Bemerkung, die wir von ihm bekamen. Es machte ihm nichts aus, mit Homer ein Bier bei Moe's zu trinken, aber mehr auch nicht. Your theory of a donut-shaped universe is intriguing, Homer. I may have to steal it. Hawkings erster Auftritt, bei dem Homer Simpson ihn bekanntlich mit dem Hustler-Magnaten Larry Flynn verwechselte, kam dank einer persönlichen Verbindung zustande. Hawkings Tochter Lucy kannte einen der Autoren der Serie, der eine Folge mit ihm schreiben wollte. I accepted immediately, because it would be fun. And because The Simpsons is the best thing on American television. Abgesehen von der Trinkszene hatte Hawking keine Probleme mit der Art und Weise, wie er in der langlaufenden Zeichentrickserie dargestellt wurde. Er sagte: Meine Darstellung in den Simpsons war immer humorvoll. Ich wurde als eine etwas surreale Figur mit enormen Kräften dargestellt. Jean fügte hinzu, dass er den verstorbenen Akademiker deshalb so dargestellt habe, weil er ihn selbst als Superstar gesehen habe, und erklärte: Jeder wollte sich mit ihm fotografieren lassen. Es war mir eine Ehre, kurz mit dem Albert Einstein unserer Zeit sprechen zu dürfen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Time for his hog to fly.